Seid willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie. So, mal ganz kurz meine Beine in kaltes Wasser reinhängen. Es ist einfach viel zu warm, da geht's mit der Laune auch einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Ab ins Heu. Den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Komm das Heu her, ist Futter für unsere Pferde, die wiederum... Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach, von niedrem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht, auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. Und tschüss. Wollen wir wetten? Okay. Der Zaun hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf Wiedersehen. Ja. Ich sehe ihn auch nicht. Hi. Hip, hip. So, zwei bleiben noch. Und von einem weiß ich, dass er mir ganz besonders auf die Nerven geht, aber ich hoffe, meine Laune konnte ich mit ein wenig Eis und jetzt den Füßen im kalten Wasser etwas besänftigen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Und der Arno ist bei Castel. Braucht ihr medizinische Hilfe? Ups, Verzeihung. So, naja, das ist der mir auf die Nerven geht. Sichert diese Kisten! Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät! Hafenmeister, ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und dem Treiben des Händlers ein Ende setzen.
Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Mal gucken, ob ich das noch kann. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Der Prophet. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit und Gerechtigkeit. Am Arsch. Wir müssen nur noch die Kopfhörer der Verkaufsstelle anlaufen. Unseren Retter und Bar. Keiner hat mir auf den Kopf gespuckt und niemand hat's gesehen. Bleibst du wohl unten? So, der steht da rum und freut sich seines Lebens. Tja, hätte er klappen können. Deswegen geht mir der Typ auf die Nerven, weil ich ihn unbemerkt killen soll. Das bedeutet, dass ich sehr zeitaufwendig eigentlich erst alle Wachen aus dem Weg räumen muss. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons, die Spaltung, die er erzeugt. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Was tut ihr denn hier? Ich töte alle, die hier durch wollen. Tauch wieder unter. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Fuck. Das wird jetzt dauern. Mein Problem ist, ich komme auch nicht anders auf das Schiff drauf. Sonst würde ich sagen, okay, ich nehme mich einfach über den Mast. Und springe ihn dann einfach auf den Kopf, aber... führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen.
Dieses Mal entkommst du. Ich sehe ihn da. Ach Mann. So habe ich mir jetzt genau den richtigen Lieutenant ausgesucht, um ihn zu besiegen. Alles ganz geschmeidig. Ich weiß nicht, wie oft ihr diese Zeilen noch hören müsst. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich. Ich sah Sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. So, okay, die Wachen da latschen da jetzt weg. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Machen wir das Ganze mal so geschmeidig wie möglich. Ganz geduldig hänge ich mich jetzt hier hin und warte einfach ab. So. Es ist schön, wie die hier noch rumschwimmen und dann langsam untergehen. So, auf der anderen Seite des Schiffes sieht es ehrlich gesagt genauso aus. Das ist wohl nicht so wichtig. Genau. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Hier können wir uns auch noch eines dieser Fatzkes entledigen. Mindestens eines dieser Fatzkes. Gucken, ob der andere jetzt auch wieder hierher kommt. Der bleibt erstmal da stehen. Geht wieder zurück. Okay, da geht offensichtlich nur diese kleine Route. Jawohl. Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace.
Immer! Verdammt! Wo ist er? Folgt mir doch, wenn ihr wollt. Ach nee, ihr könnt ja nicht schwimmen. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt nur noch einen verblendeten Lieutenant. Keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat, warum ich das jetzt gemacht habe. Verzeihung. Ah. Gar nicht so einfach hier durch die offiziellen Straßen von von Florenz zum Ziel zu kommen. Hui, das war knapp. So, wen haben wir hier? Volk von Florenz, kommt, sammelt euch! Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Der jüngste Tag. Die korrupte Predigt des Priesters stoppen. Er predigt, dass das Ende gekommen ist. Muss ein Zeuge Jehovas sein. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Laju! Dass ihr mich für irre haltet. Nicht ohne Grund. Aber sagten das nicht auch die Römer über Jesus? Und er ist hier! Dass auch ich einst eure Unsicherheit teilte, eure Angst. Er flieht. Aber das war bevor mir da erschien. Er zeigte mir die Wahrheit. Endlich wurden meine Augen geöffnet. Und so stehe ich heute vor. Mit Dati Aventi. Der gute Bruder Donato. Dreckskerle wie du, kommst nicht dein stolzester Moment, schätze ich. Nein, lauf, 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 lauf. Der rennt hier um sein Leben. Aber nicht mehr lange. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Tschüss. Das wollt ihr gar nicht wissen, wo ich herkomme. Aua. Ach Gott, ey. Die ganze Stadt ist wieder mobilisiert. Wollen wir wetten? Okay, besser nicht. Ach, ist doch lächerlich.
Hui. Ja, komm. Schneller, verdammt, er kommt. Ja, ja. Finde ich auch. Ihr seid doch nicht mehr ganz knusper im Kopf. Eins, zwei, drei. Und tschüss. Oh, hier sind wir wieder. Das ist aber schön. Jetzt nur noch eins zu tun. Wir haben Savonarola aus seinem Versteck gelockt. Das hätte auch schief gehen können. War das die gleiche Weisheit, die auch Savonarola an die Macht geführt hat? Was passiert jetzt? Schau! Ich fordere Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren. Gebete zu sprechen. Und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Du kommst nicht weit. Alle Macht dem Volke, den Edenapfel beschaffen. Lauf, Ezio. Den Apfel haben wir. Und tschüss. So, wir haben den Apfel wieder. Sehen wir uns an, was nun passiert. Er tötet zum Vergnügen jeden, der seinen Weg kreuzt. Er muss aufgehalten werden. War die Brücke ja schon immer kaputt? Habe ich hier eigentlich immer noch Verfolgungsmusik?
Seid nicht schüchtern, tretet näher. So, noch einmal ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Ich muss warten, bis die Wachen weggucken. Dann lasst uns sehen, was nun passiert. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen. Was wird mit Savonarola geschehen? Hier sind wir nun, an jenem Ort, an dem auch Ezios Familie gehangen wurde. Gott ist Zeuge dieses Sakrilegs, dass ihr seine Propheten auf diese Art handelt! Frevler, Ketzer! Dafür werdet ihr brennen! Hört ihr mich? Ihr werdet brennen! Niemand verdient es, in solchem Schmerz zu sterben. Wie unglücklich ich bin. Ich kann niemand um Hilfe bitten. Du bist es. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte, sei gnädig. So sei es. Geht nun. Damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen. Was immer wir für wahr halten, das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Gesetz der Straße synchronisiert. Und damit beende ich die Folge für heute. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie wieder. Bis dahin. Tschö mit Ö.